so Erwachsene beim Einkaufen auf dem Radlschicht, wenn sie zum Supermarkt fahren, gell, daheim wackelt irgendwie so, weil sie zu blöd sind, dass sie den Rämer gescheit zumachen. Wirklich, fahren sie auf einem Hollandrad und wenn sie an der Ampel bremsen, wirklich, das macht mich wahnsinnig. Aber trotzdem bitte immer Helm aufsetzen. Aber Sie müssen mir versprechen, sobald Sie vom Radl absteigen, sobald Sie mit beiden Beinen am Boden stehen, sofort den Helm runter. Bevor Sie die Einkaufstaschen vom Radlkorb nehmen, bevor Sie das Fahrrad absperren, Helm runter. Aber es gibt Menschen, und das macht mich ein bisschen ratlos, es gibt Menschen, die gingen mit dem Radlhelm auf dem Kopf in den Supermarkt rein zum Einkaufen. Rumpeln da durch die Regale durch und suchen sich einen Schmarrn zusammen mit dem Radlhelm auf dem Kopf. Ich habe erst kurz hab ich eine Frau gesehen, war eine ältere Dame, und die hat den Radlhelm aufgehabt. In einem derartig kracherten Lila. Da hast du wirklich gesagt, schütze deine Augen. Das war furchtbar, das war grell, das hat geblendet. Schreckliches Lila, der hier heim, und da habe ich einfach nicht anders können. Bin ich hingegangen zu ihr. Sie ist da bei den Gefrierdinger dort gestanden, wo so die gefrorenen Pizzen und das Zeug drin ist, fertig essen und alles. Bin ich hingegangen zu ihr, habe ich gesagt, entschuldigen Sie, gnädige Frau, wenn ich Sie jetzt einfach so anspreche, wir kennen uns nicht, sage ich, ich wollte Sie nur auf etwas hinweisen. Und zwar, sage ich, das soll jetzt nicht negativ klingen, aber Sie schauen sowas von beschissen aus. Gern sucht den tappigen Helm runter vor einem tappigen Schädel. Stellt sie raus, die hat gar keinen aufgehabt. Die war beim Friseur, die war gerade beim Friseur. Und habe ich gesagt, ja, freilich, ja, das ist halt ein Ding, gell, wenn man so, die Margarita ist nicht schlecht. Und ja. Habe ich geschaut, dass ich weiterkomme. Hat sie mir drum nachgeschmissen. Ja. Habe mich sogar getroffen, habe mich gewundert. War locker schon 10 Meter weg, habe mich voll getroffen. Ja, am Ohrwaschel, spür's noch ein bisschen. Ja, war gefrorene Gans. Und